Jo Leute, was geht? Ich bin der Insanator und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich mache mal wieder ein Kreuzworträtsel. Und ich muss auch übrigens auch sagen, in letzter Zeit werden wahrscheinlich mehrere Kreuzworträtsel-Videos rauskommen. Ja. Würde ich mir nur kurz sagen, obwohl. Na, okay. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, legen wir los. Natürlich, wie immer, wenn ich was nicht weiß, gebe ich wie immer die Buchstaben vor. Also kann ich dann scroll ich nach unten und gebe den Buchstaben halt vor. Im letzten Video waren es ziemlich viele Buchstaben, aber okay. So. Deshalb unten grüner Edelstein. Das müsste ein Smaragd sein. Es stimmt, nur das letzte Buchstabe war falsch. Vorname von Hitchcock. Ich glaube, das war Alfred. Es kann nur Alfred sein, weil Albert ist mit einem T. Okay. Klein, aber war das Oho? Ja. IT-Pionier Steve Jobs, der jetzt auch schon seit über 10 Jahren tot ist. Wollte ich mir nur kurz sagen. Okay. Einzige Ausfertigung. Fertigung. Es müsste das Unikat sein. Richtig. UNO-Umweltprogramm. Kenne ich mir nicht aus. Machen wir später. Sprachassistent. Das müsste Siri sein. Deutscher Torwart Manuel Neuer. Vielleicht ist das kein Kreuzworträtsel, sondern Manuel Neuer. Okay, Hunderasse. Mit einem N und einem L. Okay, egal. Vertrieb. Weiß ich nicht. Plattform am Haus. Das müsste. Nee. Plattform am Haus. Ja, kommt drauf an. Meint ihr zum Beispiel Balkon? Das passt aber nicht rein. Eine Terrasse. Passt nicht rein. Okay. Spielmarke. Ich habe keine Ahnung. Optisches Gerät. Brille. Ist es keine Brille? Die Brille ist ja auch kein Gerät, aber trotzdem, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Stadt im Taunus. Ich weiß nicht mal, was Taunus ist. Ja, toll. Und jetzt sind wir wieder dort. Blasinstrumente. Also es kann keine Flöte sein, es kann. Komm, gebe ich erstmal das Umweltprogramm vor. UNEP. Kenne ich nicht. Okay. Ah, Erlangen. ER. So, jetzt die Spielmarke. Erster Buchstabe. J.
Warte mal. Der meint, glaube ich, keine Markus aus die Ravensburger oder so. Der meint, glaube ich, eine Karte. Das wäre dann der Joker. Nein, meint er nicht. Also war es doch eine Marke, die so aus die Ravensburger oder so. Ich dachte. Okay, Englisch 1. One. Mit Chemie kenne ich mich überhaupt nicht aus. Deshalb vorgeben. Abkürzung Florida. Von dem A wusste ich gar nichts, denn die Abkürzung von Florida ist eigentlich FL. Bei Florida ist es FL, bei Kalifornien CA, bei Nevada NV, bei New York NY. Und bei Iowa ist es IA. Und bei Ohio OH. Das sind eigentlich die Abkürzungen, aber okay. Lassen wir das mal gelten, weil es halt ein deutsches Kreuzworträtsel und so. Und naja. Ich meine, klar, natürlich kann es auch eine Abkürzung sein. Aber trotzdem. Eigentlich sagt man RFL und nicht FLA. Herz, Strom, Kurve. Weiß ich nicht. Aber warte mal. Stopp, stopp, stopp. Eine Schachfigur. Ist der Läufer. Dann ist das, glaube ich, das EKG. Ich musste nicht einmal vorgeben. Ah, jetzt bin ich gut. Jetzt bin ich gut. Kurz. Also ich meine, in diesem Video bin ich besser als beim letzten. Sagen wir es mal so. Okay. Jünger Jesu. Ah. Apostel. Apostel. Naja, es gibt. Ich habe nur schon mal davon gehört, weil es gibt zum Beispiel Apostelkirchen und so. Oder so. Okay. Spielmarke. Jeton. Habe ich noch nie gehört. Hä? Platt. Hä? Ach so, warte mal. Ich habe es wahrscheinlich falsch geschrieben, ne? Natürlich. Ich glaube, ich habe es mich mit einem R. Ihr könnt zurückspulen und dann sehen, wie ich es geschrieben habe. Weil ich glaube, ich habe tatsächlich nur ein R. Natürlich. Terrasse war die ganze Zeit richtig. Ich habe es nur falsch geschrieben. Ja, natürlich. Dass man Terrasse wegen Terra. Nur mal so, Leute, wenn man. Ich bin ein ehemaliger Minecraft-Spieler, deshalb kenne ich den Begriff Terra. Von Terraforming in Minecraft. Und dann eben Terra, weil, ja. Ist da halt so ein Begriff. Also, ich glaube, Terra heißt Oberfläche oder so. Weiß ich nicht. Okay. Okay. Hohlorgan. Ist das die Blase? Jupp. Super, du hast das Essen nicht mitgemacht. Das ist ein Spaniel. Verankertes Seezeichen. Scheiße. Ich meine, verdammt. Natürlich eine Boje. Das sind diese Dinger, die im Wasser dort schwimmen, wo es natürlich oben dann immer so ein Licht ist. Damit wissen die nämlich, das ist ja sehr wichtiges Ding bei der Seefahrt. Daran habe ich gerade überhaupt nicht gedacht. Verankertes Seezeichen. Ja,
Klar, die sind ja unten verankert, damit die nicht wegschwimmen. Okay. Wacholderschnaps. Oh. Gin. Und jetzt müsste nun sein. Oh. Kenn ich nicht. Okay. So, das ist auch mal gut. Da kommt ein. Nein, das ist kein Burg. Heinrich. Es ist ein Berg. Ach so. Man merkt gerade so bei mir die Enttäuschung. Berg. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der Taunus ist. Ich meine, okay, liegt das in Hessen? Weil ich meine, in Frankfurt heißt ein Wolkenkratzer Taunusturm. Ich glaube, es liegt in Hessen. Ich kenne nichts mit Berg. Ich gehe erstmal Geschwindigkeit. Bam. Tempo. Spanisch Luft. Weiß ich nicht. Oder warte mal, oder was? Nee. Okay. Zahnersatz. Weiß ich nicht. Kronen. Musste ich echt nicht. Okay, Wettkampfphase. Ohren. Ah. Eine Vorrunde. Alter, ich habe keine Ahnung. Friedberg. Kenne ich nicht. Das D habe ich gerade übrigens nicht vorgegeben. Ich habe nur das F gesehen und dachte direkt, da kann nur irgendwas wie Fried. Naja, vielleicht wegen Frieden. Oder vielleicht hieß da mal einer Friedrich. Keine Ahnung. Okay. Sportlicher Bestzustand. Das ist dann, glaube ich, die Topform. Ja, optisches Gerät. Gebe ich mal vor. Ich war gar nicht so weit entfernt bei Brille. Ich war gar nicht so weit entfernt, Leute. Ich habe vorhin gesagt Brille. Aber natürlich, was hat eine Brille im Glasdings durch eine Linse? Diffus. Okay. Jetzt ein. Natürlich. Dass mir das nicht klar ist. Ja, der Fahrassistent. Das. Es ist eigentlich so einfach. Aber das ist immer so, wenn man so ein Kreuzworträtsel macht. Du merkst erst am Ende. Oh, natürlich. Wenn ich euch was vorgebe, kannst du mal sagen, ich denke, oh. Oder jetzt zum Beispiel. Genug Buchstaben, um. Natürlich. Der Fahrassistent. Wer ist es wohl? Ne? Und nicht irgendwie hier, keine Ahnung, der Tesla-Assistent oder sowas in der Art. Keine Ahnung, nein. Nein, 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 nein. Sondern der Autopilot. So. Und damit ist ein weiteres Kreuzworträtsel fertig. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.